Willkommen zurück zu God of War 3. Nach dem Sieg über Herkules haben wir die Maischen Löwen erhalten und die auch noch ein bisschen upgraden. Wir haben 10.000 Orbs, das sollte eigentlich genügen. Da sind sie. Anschauen, schön. Wirklich gut, ne? Ja. 3000 Orbs, ja, haben wir knapp. Aber ganz knapp haben wir die. Okay, Hauptsache wir können in der Schutzposition angreifen. Ja, ja. Ich finde auch, es hat der dritte Teil gehört zu den Teilen, die sinnvolle Waffen haben. Viele andere haben sie nicht. Ja, ja, ich habe sie ja schon abgedatet. Mann, Mann. Gott. Ja, ich weiß. Hab's ja geupdatet. Upgraded. Genau, genau. Joho. Sie ist ja da. So, sie sind natürlich sehr stark. Das habt ihr sicher schon bemerkt. Aber sie sind eben noch zu was anderem gut. Und das ist sehr wichtig im weiteren Spielverlauf. Zufällig sind wir Herkules über den Weg gelaufen. Jetzt haben wir die Handschuhe, die es nicht überall gibt. Und was kann man damit machen? Diese Kristalle, Onyx-Kristalle, zerdeppern. So. Geheimnis gelöst. Oder Rätsel gelöst. Heute bin ich nicht so schlagfertig. Habt ihr sicher gemerkt. Der liegt immer noch da. Der wacht leider nicht mehr raus. Auf. Nee, nee, nee. So, und ihr denkt, ihr könnt mich bashen. Ich muss euch leider sagen. Nee. Nicht wirklich. Räumen wir mal auf, ne? Flatsch. Flatsch. Die Neumeischen müssen auch nicht aufgeladen werden, die haben immer Kraft. Das ist doch mal was Schönes, ne? Das gefällt mir. Geh, warte kurz. Fällt mir. Fällt mir. Fe. Gefällt mir, selbstverständlich. Okay. Dann geht's hier wohl jetzt. Nein, das will niemand sehen. Das will niemand sehen. Man sieht es auch nicht. Zum Glück. So, da wollen wir durch. Ja, ja. Hätte ich auch schon längst einsetzen können. Aber wenn ich es vergessen habe, habe ich es eben vergessen. So. Sind wir hier? Wo sind wir hier? Ein Poseidons Kammer. Wo auch wieder eine Pandora-Statue ist. Die Pandora ist ja der Schlüssel zum Sieg. Hephaistos, Tochter. Der Schlüssel zum Sieg. Okay. Die Chaosklinge würde ich eigentlich gerne noch ein bisschen upgraden. Geht das irgendwie? Also Verbannungsklinge meine ich natürlich. Braucht 7000 und die Hammer. Okay. Gut, gut, gut. Ja. Und gibt's auch was Neues? Ja. Geist des Herkules, Hyperion, Spartas Armee. Die Maische Löwen, nicht mehr? Die konnten aber mal mehr. Naja. Man sieht es dann schon, man sieht es dann schon. Okay. Jetzt können wir mit der Klinge, nehmen wir auch noch das hier.
Schön. Spart das Armee. Ja, brauch's jetzt nicht mehr. Tja, wenn die Klingen eben so stark sind, dann sind sie so stark. Erstmal hier das rauftun. Komm schon, die Kraft hast du doch. Die Seele eines Gottes hast du doch jetzt. Wo, 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 wo? Ja. Wir sind gefangen. Nein. Prinzessin von Poseidon hat wohl ihren BH vergessen. Tja, ja. Das ist eben das alte Griechenland, ne? Da hat nicht eben jeder gleich einen BH zu griffbereit. Und wieso die so gefesselt und geknebelt ist, also ich weiß ja nicht, was der Poseidon für Vorlieben hatte, den wir ziemlich am Anfang gebasht haben, aber will ich auch nicht, nicht wissen. Erstmal. Jetzt ist sie wieder da. So bist du geknebelt. Mach doch Schluss mit dem ollen Fatzkes. Der ist eh tot. Ist eh gebasht. So, hier Energie. Hier mach mal auf. Ja. Schönes Donnerwetter draußen. Ja, wie machen wir jetzt weiter? Wie? Die Frage der Lage, die können wir nicht kaputt hauen. Hm. Zeit verlangsamen können wir auch noch nicht. Keine Chance. Ja, was muss man hier schon wieder tun? Glaube ich, hier verschrecken? Nein. Eh nicht. Hier was? Ja. Hier war was. So. Kommt man hier runter. Dann gehen wir doch mal rauf. Aktivieren. Gut. Oder nicht gut. Doch, doch. Denn was man jetzt tun muss, ist ganz einfach das hier. Die da reinpfeffern. Dass die Gewicht bekomme. Komm schon, Hundis. Gut, mit meinem Hund gehe ich natürlich nicht so um. Das dürft ihr auch wissen. Ist ein Bellyhund, ein Gebellhund. Aber das sind sie nun mal. Die kleinen Streuner. Nein, unser kommt aus dem Tierheim. Ja. Hab vorhin einem alten Mann gehört, in einem Alphäuschen oben. Und als der Mann eben starb, kam der Hund ins Tierheim und jetzt ist er bei uns. Fühlt sich pudelwohl und wird von uns allen sehr geschätzt. So. Eben das Ganze nochmal. Rein da. Du Hotdog. Rein da. Ach, der rein da. Hört doch auf mich. Rein. Waren das schon alle? Ja. Dann jetzt so. Dann klappt das auch. So. Mann, hat die Möpsi. Ich bitte dich, sei gnädig. Also ich meine, die Hunde, was habt ihr denn gedacht? Gut, das sind ja keine Möpsi.
Haben mich mal ein bisschen verplappert, aber gut, ich denke, der Poseidon hat ganz gewisse Vorlieben, aber. Ja, ja. Soll er doch gehabt haben, ist mir egal. Erstmal hier alles. Und das Suche, ne? Tagebuch findet man vielleicht auch. Nein, natürlich nicht. Was ist hier? Aha. Okay, kann ich sowieso noch nicht benutzen. Dann geht's weiter. Dann ebenso. So meine ich. Geht doch. Oh, jetzt habe ich Angst. Ihr nervt. Ihr Hund ist nervt. Aber ich muss jetzt erstmal die Olle wieder beschützen. Ja, danke. Ich hab doch die retten wollen und nicht den Hund bashen wollen. Kratos, du Alter. Ja, eben das. Tupfelbirne. Denken Sie etwa, ich hätte meine Frau nur in der Möpse geheiratet? Ja, wer kennt's? Der Wichser. Oder war es der Wichser 2? Weiß ich gar nicht mehr. Egal. Man kennt's. Wir würden jetzt sagen, Pöppi. Und alle anderen sagen, Nippel. Nippel-Alarm! Du kommst jetzt erstmal mit. Ja, ja, der Mann jetzt hat ja auch noch keinen Slip an. Ich glaub's ja nicht. Anders Perversos hier. So. Komm nur her. Komm nur her. So geht's. Und so. So und so, bis die Funken glühen. Ich hab doch auf Schutz gedrückt. Mensch, Meier. Echt? Ganz schöne Zündbirnen hier. So, jetzt aber. Und gut ist. Bäm, bäm, bäm und gut ist. So. Gerade kindgerecht unbedingt, aber ach komm, ihr seht bei RTL 2 Schlimmeres. Ist doch so. Na, dann freut euch mal auf die Liebesszene mit Aphrodite. Das wird dann was werden, meine Güte. So, jetzt geben mal weg da. Du bist ein Weichei, weißt du das? Was denn? Du sollst da weitergehen. Jetzt geh endlich. Du sollst weitergehen. Anometer. Jetzt wirst du leider, leider bald. Ja. Also nimm kein schönes Ende mit der Pflaume. Mit der ollen Backpflaume. Nein, so alt ist sie wahrscheinlich noch nicht, aber das wird noch unschön enden mit der. Ja, ja. Was ich keiner Frau gönnen mag, was mit der noch passiert, das glaubt ihr mir vielleicht gar nicht. Ich weiß mal wieder wenig Energie, ich könnte wenig Energie gebrauchen. So. Bäm. Bäm. Und bäm.
Erstmal so. Ich übernehme keine Verantwortung für das, was Kratos jetzt macht. Ja. Ich glaube, der Klang hat sich alles erklärt, leider. Kratos, du bist wiedergekommen. Sag mir, wo du bist. Ich höre etwas. Er kommt. Sag mir doch, wo ich dich finde. Das Labyrinth! Finde das Labyrinth! Ah! Hilfe! Hilfe, Kratos! Pandora! Was ist passiert? Wo bist du? Mein Sohn. Du spielst mit Dingen, die du nicht begreifen kannst. Bleib weg von diesem Ding. Zeus! Besser sieht das Telefon! Tja, das war damals anscheinend so üblich. Ja, keine gepflegten Umgangsformen. Ein Mädchen ist der Schlüssel zum Labyrinth. Ich habe diese Statue hergebracht, aber wenigstens habe nichts herausgefunden. Der sterbliche Daedalus hat in seinem Wahnsinn einen Weg gefunden, Geheimnisse selbst vor meinem Blick zu verbergen. Du hast verheißt nichts Gutes. Ich fürchte, Zeus ist nicht mehr der Bruder, den ich kannte. Poseidon. Tja, und hier ist doch noch was. Hier ist was. Sag ich doch. Gut. Ja, so. Ich würde eine Frau nie so behandeln, wie sie das tun. Nein. Aber genug von mir. Es geht wieder ins Schiffwetter raus. Es pisst wieder. Und wo ein Garten ist, ist eine Mudda, nicht weit. Und wer ist die Mudda? Die Hera, und zu der kommen wir jetzt. So. Gut. Du kannst dir fliegen, ne? Ja. Das auch. Okay. Und hier noch. Den Sturm angezettelt. Und. Hep. Kaputt. Nee. Doch. Tja, mal lösen wir das Problem. Ja, wie? Wie denn nur? Jetzt tatsächlich ein bisschen nachdenke. Aber erstmal hier rüber. Was gibt's hier noch? Aha. Erstmal hier. Ach, kaputt. Ja. Hätte ich auch ahnen können. Dann geht's halt mal hier lang. Was ist hier so? Die Diener des Olymps scheinen eine Art Seuche zu sterben. Danke, Kratos, du alte Proppervisage. Hä? Nein, hab nichts gesagt. Okay. Ja. Erstmal speichern. Speichern bitte, danke. Und dann geht's zur lieblichen Aphrodite. Und wie gesagt, ich will kein Problem haben mit YouTube, aber ich sage trotzdem, genießt es. Aphrodite?
Ich wusste, du kommst zurück zu mir. Kratos. Sag mir, hat Aphrodite noch einen Kriegsgott erobert? Diese Frage stelle lieber deiner Frau. Ich suche das Labyrinth. Ich dachte, du suchst nur das Feuer. Was willst du denn nur im... Nein! Halte dich von ihr fern! Bleib weg von Pandora, Kratos! Wegen dir ist sie im Labyrinth! Und wegen dir bin ich in der Hölle! Ich habe dir nichts getan, Hephaistos! Doch, das hast du, Spartaner! Mit dem Öffnen der Büchse! Ich habe getan, was nötig war! Offensichtlich begreifst du gar nichts. Die Übel aus dem großen Krieg waren nicht leicht zu halten. Ich habe die Büchse in einer Macht geschmiedet, größer als die Götter selbst. Im Feuer des Olymps. Als das Metall Gestalt annahm, erkannte ich, dass das Feuer der sicherste Ort dafür war. Das Schloss war da. Es brauchte nur einen Schlüssel, um die Büchse wieder herauszuholen. Geschaffen aus dem Innersten des Feuers, erwachte ein Schlüssel zum Leben. Pandora. Ein Kind. Weder lebendig noch tot. Ich liebe sie sehr, Kratos. Und sie liebt mich wie einen Vater. Als Zeus kam und die Büchse holte, habe ich Pandora versteckt. Ich riet ihm, die Büchse auf Kronos Rücken zu binden, dass sie dort sicher sei. Ich meine, wer besiegt schon den Titanen? Eine Lüge, um mein Kind zu retten. Sicherlich verstehst du das. Es war dein Triumph mit Hilfe der Büchse, der meinen Verrat enthüllte. Zeus folterte mich, bis ich die Wahrheit preisgab über meine geliebte Pandora. Er nahm sie mir und ließ mich allein mit meinen Qualen. Begreifst du nicht, wenn du sie zum Feuer bringst? Begreife die Schmiede, Gott. Ich mache von nichts Halt, um Zeus zu vernichten. Aber wenn du... Du hast recht, Kratos. Wenn es Zeus Tod bedeutet, helfe ich dir gern. Vielleicht. Ja, ja, natürlich. Wir brauchen den Omphalos-Stein. Damit mache ich dir eine Waffe. Ich habe Waffen. Aber keine solche. Diese Waffe verhilft dir zu der Vergeltung, die dir rechtmäßig zusteht. Der Stein liegt direkt im Tartarus. Bringe ihn mir, dann helfe ich dir. Ja, ihr habt nichts verpasst, haben Minotaurus Horn gefunden. Ja. Und Aphrodite hat was gesagt von, die Brücke muss repariert werden. Ich soll zum Schmied. Dem Schmied haben wir jetzt besucht. Also geht's weiter zum Tartarus, der unendlichen Unterwelt, wo wir den Titanen, den Vater aller Titanen, aller Göttern suchen sollen, Kronos. Suche nach einer Lösung, Hadesseen sind endlich frei, denn ihr Herr Meister ist tot. Trotzdem wandern sie ziellos umher, ohne Hoffnung auf Erlösung, ja ja. Bedankt euch mal bei dem Glatzkopf hier. Ja, und warum? Warum Zeus so böse ist? Ob das ganze Disney-Universum was Falsches gesagt hat, das werdet ihr alles noch früh genug erfahren. Eine Phönixfeder bedeutet Magie. Ja, ihr habt wirklich nichts verpasst. Was ihr verpasst habt, könnt ihr bei RTL 2 jeden Nachmittag nachschauen. Ich weiß nicht, ich schaue es ja nicht. Also, RTL 2 schaue ich nicht, seitdem kein Dragon Ball mehr kommt.
schaue ich das nicht mehr. Okay, weiter geht's. Na, noch so ein Zipferklatscher. Na, du Blechwindel. Zeig mal, was du drauf hast. Dir Nervsackos. Au. Erstmal ein bisschen auf den Putz hauen. Am besten so. Na doch. So meine ich, natürlich. So, bist du bald down? Oder nicht? Aber in der... Eher nicht, doch jetzt. Okay, gut. 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 Und... Flatsch. So. Ihr nervt. Nochmal. Okay. So. Das wär's schon mal. Weiter geht's. Weiter geht's. Weiter geht's. Ja. Keine Treppe, ich. Ich finde mich fast nicht zurecht, doch, doch. Würdest du da mal irgendwie hochgehen, vielleicht? Oder stehe ich auf dem Schlauch? Oder stehe ich auf dem Schlauch? Hä? Ist denn hier lang? Meine Güte. Was hier? Ich brauche Licht. Sonst bringt das nichts. Komm schon! Ich komme da nicht lang. Meine Güte. Muss jetzt doch noch schauen, wo ich hin muss. Ging das nicht hier lang? Oder was? Von hier kam ich ja, das weiß ich ja noch. Was ist ja dort? Hier ist nichts. Na gut. Nicht anders geht. Schauen wir mal. Wo geht's hin? So ein kleiner Wegweiser wäre gar nicht schlimm. Gar nicht schlecht. Hier nichts. Hier auch nichts. Hier sowieso nichts. Bin einfach der Easy nix. Schlimm, schlimm. Hier geht's nicht hoch, hier geht's hoch, aber hier komme ich nicht drauf. Mann! Das nervt. Ich komm nicht hoch. Hallo? Glaub's ja nicht. Also wart mal. So irgendwie? Nein. Okay. So, anscheinend klappt das nicht immer, ich habe keine Ahnung warum, aber man muss einfach hier
irgendwie sich festhalten. Ja, eine logische Sache, aber ihr wisst ja. Fast schon Nintendo-Logik. So. Immer weiter. Und was gibt's hier Schönes? Tor von Tisiphon. Ja, nicht so schwer, wie man es denken würde. Oh, jetzt hab ich aber Angst. So. Bam, bam, bam. Also nix zu lachen, du. Zack. Lieber Arm ab als Arm dran. Nee. Wobei es der Schwanz war. Ist ja gut jetzt. Tack, tack, tack. Siehst du bald nichts mehr. Misch dich bitte nicht ein, das ist Gespräch unter Erwachsenen. Hörst du auf? So, haben wir das auch mal gesehen? Ja, ein bisschen Fail für die Quote. Wer es glaubt. Ja, das muss ich nicht für die Quote machen. Nee, so gut bin ich. So gut im Schlechtsein. Gut im Schlechtsein, das muss man mal können. Erst mal die Fresse hier. Hab kein Würstchen zum Flambieren. So. So. Und gut ist. Tut mir leid, du hast angefangen. Aber ich beende es. Du machst hier alles kaputt. Du Schweinebacke. Du kein Schwein bist. Drei Tiere in einem sind praktisch, wenn eins gebäscht wird, mach sie einfach weiter. Hier bin ich, du blinde Kuh. Du dumme, blinde Kuh. Ah, lass mich doch mal angreifen, du. Du nervst. Du nervst echt eins weg. Ah, dich bäsche ich so, das geht mir sonst so lange. Es geht gar nicht anders, okay. Wieder was gelernt. Dann ebenso. Wenn es nicht anders geht. Dann ebenso. Gut. Okay. Hier erstmal, dass hier nichts anbrennt. Hier aktivieren. Die Kette des Schicksals. So. Kröte im Hals. Quack, quack. So, dann geht's jetzt weiter. So, so, so. Bis an euren Computer zum Spinnen bringe. Einer spinnt eh schon? Nein, natürlich nicht. Okay, und hier. Ziehen, ziehen, ziehen. Okay. Blem, 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 blem. Rein da! Jetzt fängt der Spaß an. Harpien, ich brauche euch. So, 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 so und so.
sehe nicht viel. Mir blendet gerade jetzt der Bildschirm so blöd rein. Dann eben so. So. Hier erstmal. Sehr gut. Ich brauche ich jetzt kurz zum hier rüber. Komm her. Ja. So viel dazu. Ah, time, genau. Eben so. Komm schon und flatsch. Hat gereicht. Nein, mir spiegelt jetzt gerade den Bildschirm so wahnsinnig, dass ich kaum was sehe. Aber macht ja nichts. Kratos, willst du bitte da so machen? Genau. Als ob es erst gestern gewesen wäre, dabei war es vor einer Stunde. Okay. Episch. Die Tore zum Tartarus sind frei. Also suchen wir mal den Ollen Kronos. Aber das, liebe Leute, gibt's leider erst im nächsten Part. Wenn's gefallen hat, Daumen hoch und bis denne. Tschüss.